Selbstversorgung ist gerade ganz weit oben. Umso wichtiger ist der Blick auf die Tagetes. Hallo ihr Lieben, heute schauen wir uns endlich die Tagetes an. Auch die Studentenblume oder Totenblume genannt. Ja, heutzutage sagt man vermutlich sogar Studierendenblume. Ich bleib bei Tagetes. Heute geht's darum, was sie für uns Gutes tun kann und warum sie auch für den Garten und als Mischkultur so richtig gut geeignet ist. In meinem Garten habe ich noch nichts angebaut, nur weil es schön ist. Die Tagetes vereint natürlich eine besondere Schönheit und auch einen besonderen Nutzen, wie ich finde. Von den Tagetes gibt es ganz verschiedene Arten, ich glaube 40 oder 50. Wir müssen da aufpassen, dass wir wirklich die Gewürztagetes erwischen, die noch Aroma hat, die noch duftet und ordentlich riecht. Denn in Deutschland gibt es auch schon seit einigen Jahren viele Zierformen, aus denen der Geruch, der eigentlich so nützlich und hilfreich ist im Garten und für uns, auch rausgezüchtet wurde. Also schaut da gut drauf, dass ihr auch die richtige Tagetes erwischt. Die Tagetes sind einjährige Pflanzen, die man im zeitigen Frühjahr vorziehen oder auch im Freiland aussehen kann, so ab März. Sie wachsen nicht sonderlich hoch, sondern bleiben eher klein. So 30 bis 40 cm sind meine im Maximalen. Das Dankbare ist, dass sie eigentlich keine großen Ansprüche haben. Sie brauchen sonnig, sie brauchen ein paar Nährstoffe und wenn sie nicht als Jungpflanzen von den Schnecken weggefressen werden, gibt es danach eigentlich keinen Pflegebedarf mehr. Die Blüten kommen auch immer wieder nach, wenn man welche abschneidet, erntet oder auch die alten Blüten einfach abmacht, dann schiebt sie ständig welche nach. Also ist auch eine Pflanze, die eine mega lange Blühdauer hat. Jetzt Mitte September steht sie noch in voller Blüte bei mir da. Bis Oktober in etwa wird sie auch hier stehen bleiben, aber wenn dann Fröste kommen, geht auch die Tagetes kaputt, also die ist nicht winterhart. Aber man kann das eigene Saatgut ganz einfach nehmen und auch im nächsten Jahr dann wieder neu zur Aussaat verwenden. Die Tagetes ist wunderbar geeignet als eine Pflanze für Mischkulturen im Gemüsebeet. Sie hat den Vorteil, dass sie durch ihren Geruch und die Aromenstoffe die weiße Fliege zum Beispiel fernhält. Aber auch andere Fliegenarten, wie die Lauchmotte, hält sie fern. Gegen Ameisen wirkt sie alleine, weil sie so riecht, wie sie riecht. Und auch unterirdisch hat sie einiges drauf. Ihre Wurzeln sorgen erst dafür, dass Fadenwürmer und Nematoden angezogen werden. Und dann bildet sie einen Stoff, der diese Arten platt macht. Das heißt, was wir da nicht im Garten haben wollen als Konkurrenz für unser Gemüse, dagegen hilft die Tagetes. Aus diesem Grund eignet sie sich wunderbar als Beetumrandungspflanze oder auch wenn irgendwie zwischendrin was geerntet wird und Lücken entstehen, dann kann man wunderbar Tagetes nochmal dazwischen setzen, sodass sie ihren schönen Schutzmantel auch über die umliegenden Pflanzen mitlegen kann. Zusätzlich bietet sie mit ihren wunderschönen Blüten natürlich nicht nur uns was fürs Auge, so als Pflanze der Sonne. Sie ist auch wunderbar geeignet als Nektarpflanze für verschiedene Wildbienenarten. Da ist ja alles voll und ganz unterschiedliche kleine Hummeln sind ja immer unterwegs in der Tagetes. Diese Pflanze kann man natürlich auch frisch oder getrocknet essen. Das ist eine wunderbare Dekoration, allein durch die Farbenvielfalt. Von Zitronengelb bis Blutrot und viele Orangetöne dazwischen kann die Tagetes wirklich wunderbare Farbenspiele zaubern. Und so auch in einem schönen Kräuterquark oder einem Kräutersalz oder in einer Teemischung richtig schön aussehen. Natürlich hat sie auch noch heilende Wirkungen. Ach ja, der Giersch. Der Geißfuß ist ja eine Pflanze, die ich durchaus mag, aber ich habe sie auch nicht in Größenordnung im Garten, so wie manch andere. Der Giersch kommt mit der Tagetes nicht gut zurecht. Also vielleicht pflanzt ihr einfach da ganz viel Tagetes hin, wo ihr den Giersch loswerden wollt. Ja, entschuldigt bitte die Hintergrundgeräusche. Der Winter steht vor der Tür, die Leute haben wieder ganz viele Kachelöfen und Kamine reaktiviert und jetzt wird irgendwie ständig Holz gesägt. Ja, ich hab's schon erwähnt, ich baue nichts an, nur weil es schön aussieht. Die Tagetes hat natürlich als Mischkultur im Garten ganz viele, ja, Sinne und Zwecke und dafür alleine würde das schon reichen, zu rechtfertigen, warum die hier ganz viel Platz kriegt. Aber sie kann noch eine ganze Ecke mehr. Sie ist nicht nur essbar und sieht dekorativ aus, sie hat auch eine Heilwirkung bzw. hilft gegen ganz viele Sachen. Und es ist auch bekannt, dass sie in alten Kulturen schon angewandt wurde. Ob das im alten Indien ist, bei den Azteken oder auch bei den indigenen Bevölkerungen Amerikas. Die haben die benutzt für Rituale zum Räuchern, als Teekraut, aber auch durchaus als Dekoration oder ja, um auch ein paar Geister zu beschwören. Auch die modernen Namen, wie Studierendenblume,
sagen zur Tagetes einiges aus. Sie kann uns nämlich in vielerlei Hinsicht äußerst hilfreich sein. Ja, warum? Studierende, aber auch die alten Inder, die Tagetes zu schätzen wussten, liegt unter anderem daran, dass sie gut ist bei Augenbeschwerden. Sie ist gut für die Sehkraft, sie stärkt die Sehkraft. Ja, und dadurch kann sie alten als auch jungen Leuten, die viel lesen müssen, durchaus hilfreich sein. Die alte indische Kräutermedizin kannte die Tagetes aber auch innerlich angewandt in Form von Tee, bei Bronchitis und auch bei Rheuma zum Beispiel. Die indigenen Völker Amerikas, die haben die Tagetes auch benutzt gegen Hautwunden, bei Magenbeschwerden, wenn sie erkältet waren, auch wenn sie rheumatische Beschwerden hatten, Kopfschmerzen. Und bei Blähungen und Fieber spielte die Tagetes eine bedeutende Rolle. Und es gibt auch noch so spezielle Wirkweisen, wo man Quellen finden kann, die sagen, in großen Dosen ist die Studierendenblume durchaus auch geeignet, um tranceartige Zustände herbeizuführen. Kann ich persönlich jetzt keine Erfahrung dazu abgeben. Vielleicht waren das auch andere Sorten oder Arten. Ich habe es auch noch nicht probiert. Übrigens wird der Tagetes auch aphrodisierende Wirkung nachgesagt. Ein aztekischer Kräuterkundiger, der hieß Martin de la Cruz, aus dem 16. Jahrhundert. Er hat die Tagetes empfohlen in einem seiner Bücher gegen Magenerkrankungen und auch bei Bauchschmerzen. Auch bei Frauenleiden, bei Frauenbeschwerden soll die Tagetes gute Heilwirkung erzielt haben in den alten Kulturen. Und sie trägt auch den Beinamen Johanniskraut Mexikos. Das weist darauf hin, dass sie auch eine stimmungserhellende Wirkung hat, eine antidepressive Wirkung. Und vor allem bei Depressionen wirkt die Tagetes so, dass sie nicht diese ungewollten Nebenwirkungen aufweist, wie andere Antidepressiva. Das waren schon ziemlich viele Beschwerden oder Probleme, wo man die Tagetes einfach als Teeaufguss ganz gut anwenden kann. Es gibt auch noch Anleitungen, wie man aus den Blättern und Blüten ätherische Öle herstellen kann. Da kann man dann auch pilzhemmende und anti-insektizide Wirkungen hervorrufen. Aber das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Soweit wollen wir jetzt auch gar nicht abdriften. Der Name Tagetes kommt von Tages. Das war ein Halbgott. Der hat in der Mythologie auch eine interessante Rolle gespielt. Ja, und der Tages, der ist beim Pflügen eines Ackerfeldes in so einer Forsche plötzlich erschienen oder auf die Welt gekommen, je nach Übersetzung. Ja, auch eine ganz interessante Geschichte zur Tagetes. Der Tages war dafür bekannt, so Weissagungen und Omen ins richtige Licht zu rücken. Der Tages war der etruskische Gott der Weisheit. Also Leute, macht euch auf an die Tagetes, erntet sie, baut sie an, besorgt euch Saatgut. Wenn ihr mögt, bekommt ihr auch welches von mir. Schreibt mich einfach an. Ja, viel Spaß mit den anderen Videos zu den wertvollen Heilkräutern in unseren Gärten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!